Wo ist meine Almatüte? Irgendwo müssen wir rein, ne? Wir brauchen eine Tür. Ich glaube, bei dem Ding kommt ihr lässig wieder raus. Ja. Ja, ja, ja. Wir heben das dann hoch, dann kommen noch rein, kommen noch Leute rein zu dir. Ja, ja. Ah, schön. Das ist mein Trauermarsch, den kann ich nicht ohne Noten spielen. Den Trauermarsch kann man nicht ohne Noten spielen. Das andere ist sehr massiv primitiv. Ohne Musik falls ich auch. Wer hat denn die Flugblätter und wo sind die Flugblätter? Sind die in der Kiste? Wir sind gleich, kommen noch die Kollegen, wir sind ca. 50 Kollegen. Ja, und wir arbeiten seit 10, 15 Jahren hier und ja, wenn wir krank sind, kein Geld, Urlaub, kein Geld. Ja, und wir wissen nicht, ob wir nächste Woche noch Arbeit haben und wir verdienen im Monat 1.350 Euro netto. Okay. Wow. Patientin, haben wir noch so ein Bild? Ich brauche eine Kugel. Na und? Stimmen wir ein Liedchen an? Ja, stimmen wir ein Liedchen an. Stimmen wir ein Liedchen an? Ja. Also liebe Honoratioren, Honoratiorinnen, ich bin Sie alle herzlich zum Party des Glückes Institut. Ich hoffe, Sie haben was sehr Gutes zu trinken. Ich hoffe, Sie haben beste Laune. Ist das so? Ja. Ja. Und um die Laune noch ein bisschen zu heben, stimmen wir doch ein kleines Liedchen an, oder? Also ich hoffe, Sie haben alle Texte bekommen, meine Damen und Herren, damit Sie mit mir im Dialog ein bisschen singen können. La Musica. Thank you.
Wir wollen Honorare, wenn wir krank sind. Wir wollen, dass das Goethe-Institut sich beteiligt an unserer Kranken- und Rentenversicherung. Wir wollen mit dem Vorstand des Goethe-Instituts über unsere Arbeitsbedingungen sprechen. Wir wollen über unsere Arbeitsbedingungen verhandeln. Wir wollen eine Perspektive. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen wissen, ob wir im nächsten Monat auch noch Arbeit haben. Ja, das sind unsere Forderungen. Ja, das ist so toll. Ja, das ist so toll. Das geht ja.